So, dann herzlich willkommen zum JFD Livestreaming TV für die Wochenendausgabe. Ja, bis Mitte der letzten Woche lief es noch perfekt. Dann sind ja der hochgesetzte Stopp beim Pfund gegen US-Dollar ist mit knapp 30 Pips ausgestoppt worden. Dann folgte noch ein sehr gutes Setup im WTI. Und hier eben dann am Freitag noch ein zweites. Allerdings ging dann der S&P Short und den DAX, der aber jetzt hier nicht speziell, den kann ich hier nachher noch aufrufen. Ja, also hier ging erstmal genau das WTI-Setup komplett auf. Dann hier nochmal, zwar das wäre halt nur in Grau, das war so ein vages Setup, aber ist auch genau noch hier hingelaufen. Und was eben genauso vage war, aber man ist ja mit anderen Dings eben long gewesen, beziehungsweise immer noch long im Hang Seng und Nikkei. Jetzt habe ich hier was weggeklickt. Das war jetzt vor den US-Arbeitsmarktzahlen, deswegen ist jetzt hier, waren hier schöne Kerzen an dem Widerstandsband dran. Und mit der Kerze ist natürlich dann auch das Setup hinfällig gewesen, entweder auf 4 oder auf nicht auf Tagesbasis, auf Stundenbasis. Ist hier dann natürlich nach den Zahlen hier um 14.30 Uhr dann ist nach oben gegangen. Deshalb habe ich auch schon die letzten Monate, wo ich jetzt hier das mal den JFD Live Training Kanal jetzt hier betreue, immer wieder gesagt, bei den Zahlen theoretisch, also wichtigen Arbeitsmarktdaten oder sonstige Notenbanksitzungen, ihr Risiko runter oder auch dann nicht handeln, aber gut. Deshalb so perfekt, wie es die letzten 2,5 Wochen ging, hätte es sowieso nicht weiter laufen können. Also sei es drum, Setup kaputt. Hier ist noch vor den Zahlen ein schönes Setup veröffentlicht worden, nachdem es hier Heidelberg Zement direkt über das drüber geschossen ist. Hat ja jeder verfolgen können, der hier dabei war. Natürlich die Neulinge nicht mehr. Und dann fast exakt hier runter in den Bereich. Wenn ich jetzt hier, ja, wäre es nicht drüber hinausgeschossen, wäre das hier, ja, bildlich gesprochen perfekt gewesen. Also dürfte hier morgen auch weiter nach oben gehen. Das waren jetzt hier doch die älteren Setup der kurzfristigen Sachen. Und hier ist jetzt tatsächlich wieder noch nicht hoch, war 22.311. Verkaufslimit bei 22.331, also 20 Punkte fehlen noch, dann wäre hier 2000 Punkte Trade vollendet gewesen. Hier der Nikkei, das ist der Index, der wahrscheinlich am beachtesten ist, jetzt am nächsten Montag, was der macht, ist wichtig. Und Kauflimit ausgeführt, stehen 400 Punkte, war im Hoch, vorne jetzt 300 Punkte. Also hier erwarte ich definitiv, was jetzt hier auch der Pfeil macht, nochmal einen Anlauf an die 16.800. Und hier womöglich noch ein Stück halt höher. Aber ich wollte es am Freitag noch schreiben, hier Kaufsignal, aber das ist für mich dann kein Kaufsignal, auch wenn jetzt hier ein wichtiger Widerstandsband gebrochen worden ist. Hier unten war ein Kauf, entweder hier oder auch noch in dem Widerstandsbereich, halbwegs antizyklisch oder halt in den Rückläufen. Jetzt hier den Ausbruch wäre mir zu riskant. Deshalb auch, man muss jetzt natürlich hier nicht verkaufen, die 2000 Punkte nehme ich aber dann mit. Öl lief ja hier, das habe ich ja vorher schon kurz gezeigt, perfekt. Wer jetzt hier nochmal den Einstand gefunden hat, liegt auch schon wieder ein US-Dollar vorne. Ein Setup, was in den letzten Wochen die Abwärtsbewegung, oder sowohl die Aufwärtsbewegung, Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung und wieder hier die Aufwärtsbewegung, nur nicht die Abwärtsbewegung nicht gehandelt worden wurde, konnte jetzt hier am Freitag über dieses Level hinaus ausbrechen. Wie gesagt, das ist auch nicht ein, zwar ein Ausbruch, aber den ich jetzt auch nicht so gehandelt habe. Wie gesagt, eher die Rückläufe, was ja hier zigmal vorgestellt worden ist. Hier das
Pfund australischer Dollar ist nicht zur Ausführung gekommen, war eine Stop-Buy-Marke und ja, wurde jetzt auch erstmal nicht weiter verfolgt. Dann kommen wir kurz zum Gold und Silber. Hier, wo ist denn das Silber? Hier hatte ich ein Limit draußen bei 2080. Kann man im Stream nachlesen, wegen 2-3 Pips. Also für dieses nicht erreicht. Für dieses Limit wurde der Stopp auf dieses Tief gesetzt. Also das zweite Kauflimit mit 1000 Pips bzw. 1 US-Dollar ist vorbei. Jetzt läuft nur noch das Setup und da ist man jetzt 10 Cent im Minus oder 100 Pips. Also egal, wie man es hier nimmt. Einmal 1 Dollar und jetzt 10 Cent oder 1100. Gut, hier ist ja noch die waagrechte Horizontale drin. Da habe ich im Moment noch nichts Neues, das lasse ich laufen. Ein Verkauf hat man ja getätigt mit großem Gewinn. Und wenn, dann sucht man eher nochmal hier an dem EMA 200, vielleicht noch einen Einstieg. Hier dürfte morgen noch was kommen, genauso wie beim Gold. Dann dürfte ja auch noch ein bisschen was nach unten fehlen. Was man auf jeden Fall am Montag bzw. auch schon in der Nacht handeln oder auf der Watchliste haben soll, wäre einmal Euro gegenüber Yen und natürlich US-Dollar gegenüber Yen. Für mich sind es die Währungspaare, die man am Anfang der Woche am meisten beachten soll. Und hier sehe ich im Moment eine deutliche Erholung, aber wie gesagt, ein Setup erfolgt jetzt hier nicht in der Nacht um 22 Uhr, sondern frühestens morgen 8 bzw. 9 Uhr. Da wird dann näher drauf eingegangen und auch ein Setup höchstwahrscheinlich vorgestellt. Kommt eben darauf an, ob jetzt auch Japan deutlich im Plus schließen kann. Dann kurz zum DAX. Der steht hier an der Abwärtstrendlinie und natürlich hat so gut wie jeder die 480 auf dem Kieker und auf dem Radar. Klar, Schlusskurs sowieso auf Wochenschlussbasis ist natürlich ein Kaufsignal, aber das wurde hier schon seit ja, 11. Juli oder sogar noch früher, 4. Juli, so eingezeichnet über diese Linie. Und ja, das bleibt so. Das Short Setup lief ja nicht. Also eins lief, das andere, also das lief optimal, das andere war dann zu sehr spekulativ, war ja ausgestoppt, habe ich ja vorher schon erwähnt. Da kann man hier noch den 4-Stunden-Chart nehmen. Und hier wäre natürlich auch ein Bruch schon der 10.400. 65, hier sind wir eben auf Xetra, ein Kaufsignal, also das kann sich hier, oh, das sollte sich eigentlich so ausdehnen, Pullback und auf jeden Fall nochmal ein Hoch und dann landet man höchstwahrscheinlich hier auf dem Gap Close bei 740 Punkten, also so wäre, ich speichere das auch mal noch ab. Also so wäre mein augenblickliches Setup, beziehungsweise eben ab dem Zeitpunkt, wo der Xetra öffnet. Also ich schätze mal, über 10.400 wird er öffnen, außer Japan wird negativ schließen. Zu den anderen, Deutsche Post war ja hier einmal optimal gelaufen. Das habe ich jetzt hier nicht weiter verfolgt. Wer noch drin ist, ja, kann sich bald auf das zweite Kursziel freuen, die Rocket Internet. Das hat hier nochmal eine Tief gemacht, wurde ja auch schon mehrfach hier besprochen. Und die Gary Weber sollte in dieser Woche definitiv zum Ausbruch ansetzen. Also hier kann man auch die Marke ein bisschen weiter unten setzen. Dann hat man einen Stopp etwa von 70 Cent und nicht von einem Euro.
Da muss auf jeden Fall oder sollte was gehen, sonst sieht es böse aus. Sie haben jetzt nicht geschaut, wann die Zahlen kommen. Also, danke fürs Zuhören. Also, bullischer Ausblick und bis Montag.